Moin, moin, meine Lieben. Ihr seht es schon, ich habe ein Päckchen bekommen. Und zwar von der lieben Romy vom Kanal Himmelmietchens Kreative. Die verlinke ich euch natürlich auch in der Infobox. Und zwar ist die liebe Romy Teil der Gruppe Kreativideen, bei der wir ja monatlich ein Video rausbringen. Im Dezember haben wir jetzt aus Zeit- und Gesundheitsgründen leider ausgesetzt, da die Hälfte krank war und es ja zeitlich doch alles sehr eng war. Haben wir eine Ausnahme gemacht und den Monat ausgesetzt. Und ja, im Januar kommt dann wieder pünktlich zum 15. natürlich ein neues Video mit einem neuen Thema. Und jetzt habe ich heute den Postboten abgefangen, der ein Paket für mich hatte. Und ich habe nur kurz aufgeschnibbelt, weil ich natürlich neugierig war. Und habe dann gedacht, nee, das kannst du jetzt nicht so einfach abfilmen, beziehungsweise aufmachen, das musst du mitfilmen. Und ich habe auch noch nichts mehr gemacht, außer das aufgeschnitten. Die Adresse ist nämlich hier auf dieser Seite, die kann ich deswegen auch nicht zeigen. Und wir gucken jetzt mal gemeinsam rein. Ich mache jetzt mal hier auf. Erstmal eine mega schöne Serviette. Ich sammle ja Servietten, also ich habe so eine ganze Kiste, wo ich einzelne Servietten drin aufbewahre. Ich weiß nicht, ob ich damit jemals etwas machen werde, aber ja, finde ich total süß. Vielen Dank schon mal dafür. Uiuiui. Hier ist eine Post, glaube ich. Das ist ein Briefumschlag. Oh, schaut euch das mal an. Mit so einem coolen Siegel. Das ist ja mal mega. Ah ja, genau, Post. Passt mal auf, ich stelle das mal an die Seite. Und dann schauen wir mal hier rein. Ach, super, ich habe das Siegel heile gekriegt. Das ist ja klasse. Ach nein, wie niedlich, mit so einer kleinen Zuckerstange da drauf. Oh, und das Papier, seht ihr das? Es ist ja mega toll, was da im Hintergrund ist. Weihnachten, die Zeit zum Schenken, die Zeit zum Aneinanderdenken. Keine Klunker und kein Nerz, aber liebe Grüße mit viel Herz. Der ist ja wunderschön, der Spruch. Und auch so toll gestaltet hier. Ich schaue noch mal eben kurz privat rein. Das wird ja... Ach, Mensch. Ja, liebe Romy. Ach. Also ich muss euch das jetzt mal kurz zeigen. Seht ihr diese wunderschöne Schrift hier? Mega schön geschrieben. Also Romy, du hast eine ganz, ganz tolle Handschrift. Oh. Also... Ich freue mich richtig. Und deine Worte, die sind super, super lieb. Ja, sie schreibt halt, dass sie mir ein kleines Überraschungspäckchen gepackt hat und hofft, dass ich mich darüber freue. Und ganz ehrlich, das tue ich schon nach der Karte. Also sowieso, dass ich überhaupt von der Post bekommen habe, hat mich riesig gefreut. Und ja, also wirklich schöne Karte. Und dann schauen wir mal rein. Also hier ein bisschen Füllmaterial, das nehme ich mal raus. Und hier klödert schon was. Deswegen ist das wahrscheinlich auch so gut eingepackt. Ach, eine Kugel. Oh, die ist ja mega süß. Der Weihnachtsmann mit einem Rentier. Das ist nochmal zugeklebt. Na. Das müssen wir jetzt mal hier abholen. Aber das geht ganz gut eigentlich. So. Ich kenne solche Kugeln, die gehen nämlich auf. Ah, Schoki, Schoki, Schoki. Oh, super, da kann ich gleich ein bisschen naschen. Das ist ja das Schöne an der Weihnachtszeit. Es gibt so viele tolle Sachen zum Naschen. Ja, vielen Dank schon mal dafür. Das ist echt super süß, die Idee. Ich hoffe, die bleibt jetzt hier halbwegs liegen. Aha, hoch, hier ist noch ein bisschen Papier. Rezepte. Ich verlinke euch auch mal den Instagram-Account von der lieben Romy. Da hat sie nämlich gezeigt, die liebe Romy hat den ganzen November, glaube ich, durchweg in der Backstube gestanden oder in der Küche und gebacken wie eine Verrückte, wunderschöne Kekse gezaubert und Plätzchen. Und ich verlinke euch ihren Instagram-Account mit, da könnt ihr Bilder dazu sehen. Also richtig, richtig toll. Und sie hatte natürlich auch die Bilder davon über uns in die Gruppe gestellt. Und ich habe noch aus Spaß gesagt, du, da musst du uns mal ein paar Kekse schicken. Ja. Und jetzt habe ich zumindest die Rezepte. Ach, genau. Drei Rezepte hat sie mir mitgeschickt.
Das ist ja mal richtig cool. Mandellebkuchen, Punschherzen und Haselnusskekse. Oh, das ist ja richtig klasse. Ich habe noch nie Lebkuchen selber gemacht. Das wollte ich schon immer mal machen. Vielleicht werde ich das jetzt wirklich mal ausprobieren. Und auch sch sehr schick gestaltet hier mit dem. Also, das ist ja mal richtig klasse. Vielen lieben Dank, Romy. Da werde ich mal schauen, wie talentiert ich beim Backen bin. Oh, schaut euch mal das hier an. Ein Schokorentier. Also, das ist ja fast zu schade zum Naschen. Entschuldigt. Wie ihr hört, mein Husten will nicht gehen. Oh, muss ich das aufreißen? Nee. Dann lasse ich das erstmal so verpackt. Da ist nicht. Nee, da ist nichts drin, außer dem Schokolali. Dann lasse ich das erstmal so verpackt, weil ich finde das so schön. Das werde ich mir so ins Regal stellen. Nach der Weihnachtszeit werde ich das bestimmt auch naschen. Aber erstmal kann das noch ein bisschen verpackt bleiben. Jetzt habe ich hier noch sowas gut gepolstertes. Och, schaut euch mal das an. Eine kleine Kerze. Oh, ist die niedlich, so ein Wichtel. Ich musste sofort an Biggie denken. Die würde sich auch riesig über sowas freuen. Richtig schnuckelig. Ein Teelicht. Oh, übrigens, achte bitte nicht auf meine Finger. Ich hab ein bisschen im Mixed-Media-Bereich gearbeitet und teilweise sehe ich gerade, habe ich hier noch Farbe. Oh Gott. So ist das beim Basteln, ne? Dann kriegt man die Farbe manchmal gar nicht mehr ab. So, jetzt muss ich mal gucken, nicht, dass ich hier was vergesse, aber das ist alles nur Füllmaterial. Oh, schau. Da habe ich neulich noch gerade ein Video drüber gesehen, über die Rosetten. Und habe dann nämlich gedacht, wie cool. Ich habe doch zu Halloween auch so ganz viele Rosetten gebastelt. Und Einhorn finde ich ja mega. Oh, cool. Danke, liebe Romy. Ganz, ganz lieben Dank. So, ich hoffe, das ist noch alles im Bild, dass ihr es sehen könnt. Oh nein, jetzt gab es ein Erdbeben. Das gab es schon lange nicht mehr, ne? Hier ist was mit Glücksblättern. Nee, Kleeblättern und einem Glückskäferchen. Und das raschelt. Ah, warte mal, ich glaube, das ist hier oben. Viel Glück. Wer Glück sät, wird Glück ernten. Ah, das sind Blumensamen für Perserklee. Ja, cool. Ich kann mir also Klee selber anpflanzen. Genau, hier hinten ist auch die Anleitung drauf, wie das funktioniert. Oh, das werde ich mit meinem Neffen mal machen oder vielleicht auch mit meiner Nichte. Da können wir dann zugucken, wie das wächst. Das ist ja eine schöne Idee. Oh, lieben Dank. Och je, schaut mal. So einen schönen Anhänger. Ich liebe ja solche Anhänger, um zum Geschenke verpacken und so weiter, mal so ranhängen. Ich finde, das sind so tolle Ideen. Ich weiß gar nicht, ob sie das selber gemacht hat, so selber verschiedene Schneeflocken aufeinander geklebt hat. Aber das sieht richtig toll aus. Auch dafür ganz lieben Dank. Nein, Romy, nicht im Ernst. Also hier ist noch meine Serviette unten drinne. Das ist nochmal dieselbe. Auch die werde ich natürlich aufheben. Huch. Irgendwo muss hier ein Glitzerstein hier verloren gegangen sein. Muss ich mal gucken, wo der eigentlich zugehört. Also das ist nochmal so eine schöne Serviette. Und ich glaube es ja wohl nicht. Ich habe gerade eine Keksdose gefunden. Und das hört sich so an, als ob die auch gefüllt ist. Oh, Romy. Also, ich habe ja noch gewitzelt. Du musst uns ein paar Kekse schicken. Hast du das jetzt tatsächlich gemacht? Du bist doch verrückt. Moment. Aber könnt ihr das hören? Ich glaube, da sind wirklich Kekse drin. Ach, jetzt will das Tesafilm natürlich nicht ab. Oh Gott. Ich muss hier nochmal schnibbeln. Nee, wartet. Da hängt schon der Zipfel. So. Da sind wir. Oh Gott. Könnt ihr das sehen? Ganz viele bunte, tolle Kekse. Oh, da kann ich ganz, ganz viel naschen.
Oh, Romy, du bist verrückt. So lieb, vielen, vielen lieben Dank. Ich habe, wie gesagt, noch so aus Spaß gesagt, du musst uns Kekse schicken und das hast du jetzt tatsächlich gemacht. Aber wahrscheinlich hattest du das da schon vor oder hattest das schon abgeschickt, weil du noch so nebenbei am Rande gesagt hast, mal sehen. Oh, ich würde jetzt gerne ein Essen, aber es ist unhöflich im Video, ne? Also ich werde da gleich mal direkt naschen, wenn ich das Video fertig habe. Also das ist ja jetzt schon das letzte Teil gewesen. Aber wenn ich gleich die Kamera aus habe, werde ich da definitiv mal was naschen. Das riecht so wunderbar nach Plätzchen. Ja, ich bin gerade sprachlos. Romy, vielen lieben Dank. Das ist ja mal mega süß. Also über die Kekse freue ich mich wahnsinnig. Aber natürlich auch über die anderen Sachen, die du mir geschickt hast. Mein kleiner Schatz hier. Also wirklich mega, mega toll. Vielen, vielen lieben Dank für die ganzen hübschen Sachen, die du gebastelt hast und gebacken hast. Und also wirklich, wirklich wunderschön. Ja, ich bin gerade echt ein bisschen sprachlos. Ich kann gar nicht mehr sagen als Danke. Wow. Ach, liebe Romy, ich lasse mir was für dich einfallen. Also wirklich, das ist ja wohl der Hammer. Ja, ihr Lieben, wie gesagt, ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Ich glaube, wir beenden das Video hier. Also wirklich wunderschöne Sachen. Und ich weiß gar nicht, ob da auch welche von diesen Keksen drin sind, aber zumindest kann ich hier jetzt selber auch noch mal ein paar Kekse backen. Also die Standardsachen wie Vanillekipferl und Mürbeteigplätzchen und Zimtsterne habe ich dieses Jahr schon gebacken. Aber den Lebkuchen, glaube ich, werde ich mal ausprobieren. Also das ist echt klasse. Ja, liebe Romy, nochmal vielen herzlichen Dank und an alle anderen. Da bedanke ich mich natürlich auch fürs Zuschauen und Einschalten, dass ihr wieder auf meinem Kanal gefunden habt. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dürft ihr das natürlich gerne jetzt tun. Und wenn ihr dann die Glocke aktiviert, dann kriegt ihr immer direkt eine Info, wenn ich was hochgeladen habe. Ansonsten seid so lieb und schaut bei der guten Romy vorbei. Ich verlinke euch ihren YouTube-Kanal und ihr Instagram-Profil in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Und ansonsten kann ich nur sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Tschüss.